Ja, servus und herzlich willkommen. Und da wären wir bei Fortsetzung folgt zu Michels Bastelküche. So in etwa. Ja, ich habe den Käse jetzt gerade aus dem Kühlschrank geholt und so schaut das Ding jetzt aus. Also ist noch ein bisschen eingesackt, deutlich flacher geworden. Und der kann jetzt aus der Pressform raus. Die Molke habe ich vorhin schon abgeschüttet. War nochmal ordentlicher Teil. Ja, stürzt man den mal raus, dann kommt er hier rein und dann wird er gut gesalzen. So, das Salz, das entzieht jetzt dem Käse dann auch nochmal fleißig Wasser. Was jetzt noch ein großer Vorteil ist, die Molke, die jetzt austritt, die verbindet sich mit dem Salz, was unten drin liegt. Und dann habe ich hier quasi wie eine schöne Salzlake. Und das ist ja optimal. So, und bevor es jetzt heißt, den Käse ja gar nicht richtig sehen, ich zeige euch natürlich nochmal. So schaut das gute Stück jetzt aus. Ist jetzt gut einsalzen. Hat eine schöne Form. Da hat jetzt die Molke größtenteils rausgedrückt. Klar, ein bisschen Feuchtigkeit hat man immer noch. Die lässt sich nicht vermeiden. Aber der hat jetzt eine schöne Konsistenz. Der federt schön nach. Gibt aber nicht so arg nach. Es ist kein typischer Feder. Der Feder wurde ja normalerweise aus Ziegenmilch gemacht. Habe ich aber noch nicht. Also man weiß ja nicht, was da vielleicht noch kommt. Meine ist jetzt aus ganz normale Kuhmilch. Die habe ich vor einem Bekannten geholt. Der hat Viecher daheim. Und von dem habe ich was gekriegt. Ja, und im Hintergrund ist da, das ist mein Wasserkocher. Ich tue die Teile hier noch schön sterilisieren. Mal gescheit überkochen, dass es sauber wird, dass da nichts mehr dran ist. Und ja, dann passt das. Den Käse lasse ich jetzt hier so drin stehen. In der Box kommt er in den Kühlschrank. Einen Tag zum Reifen noch. Dann ist das Salz schön eingezogen. Und dann braucht man sich ja keine Gedanken machen, jetzt wenn wir drauf lagen, da spürt man ja das Salz richtig, jetzt wenn es reinbeißen würde, ist jetzt außen Salz und innen dann Käse, der nach nichts schmeckt. Wenn es aber einen Tag stehen lässt, dann schmeckt der auch so richtig gut. Dann ist der schön durchzogen und dann hat er auch noch Geschmack. So bleibt er stehen. Wenn ich dran denke, dann versuche ich das natürlich morgen auch zu filmen. Wenn wir ihn anschneiden. Ja, weil so ein Käse hält bei uns nämlich immer nicht so lange. Wir futtern den meistens zum Frühstück auf dem Toast oder so mit. Oder auf dem Brötchen. Labla. Brötchen sind Labla, weil ich immer wieder gefragt werde. Ja, und dann hält der natürlich immer nicht ganz so lang. Also ich könnte da eigentlich jeden Tag einen ansetzen und jeden Tag einen neuen machen. Das wäre bei uns ruckzuck wieder aufgefordert. Gut, so viel dazu. So, und dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ja, heute war ja TÜV. Jetzt ist es aktuell gleich 10. Mein TÜV-Prüfer war vorhin da. Ganz normal wie ausgemacht, 8.30 Uhr. Der ist auf den Hof gekommen. Wir haben heute die Vollabnahme gemacht, also komplett neue Papiere zu erstellen. Die Papiere habe ich natürlich noch nicht, so schnell geht es nicht. Ich muss jetzt erst einmal alle Daten dann eintragen und die Papiere erstellen und dann bringt es immer. Wie ist es abgelaufen? Er kam, da hat er sich den Schlepper angeschaut, dann hat er Fotos vom Schlepper gemacht. Dann hat er die Fahrgestellnummer gesucht, hat sich ein Foto von der Fahrgestellnummer gemacht. Ist einmal um den Schlepper rum. Hat eine
begutachtet, ob alles soweit in Ordnung ist oder ob irgendwo irgendwelche sicherheitsrelevanten Teile fehlen würden. Mein, bei dem Schlepper jetzt nicht, aber es soll ja vorkommen. Kotflügel hat ein riesen Loch und das kann unter Umständen schon, siehe KL 300, ein Problem sein. Ja, das hat er alles angeguckt. Dann ging es ans Vermessen. Der Schlepper muss vermessen werden. Einmal die Komplettlänge vom Schlepper, einmal die komplette Breite mit Reifen hinten drauf, wie breit das er ist, und einmal die Höhe mit Überrollbügeln. Das sind Daten, die stehen ja dann drin. Dann die Gewichte sind geprüft worden. Die Reifen sind geprüft worden, was ist drauf, was für Felgen hat er, passt das zusammen, kann man das so fahren, kein Problem, funktioniert. Ist das alles zulässig und. Die richtigen Reifengrößen hat er sich dann mit aufgeschrieben, die ich jetzt dann drauf habe. Ja, und dann ging es eigentlich an den Teil, den jede normale TÜV-Prüfung hat. Ganz normal die TÜV-Abnahme noch. Er ist quasi hergegangen, dann haben wir Licht probiert. Licht hat funktioniert. Hupe hat funktioniert. Dann hat er den Scheinwerfer hinten probiert, weil er gesagt hat, wenn er dran ist, muss er auch funktionieren. Habe ich gesagt, na sowieso, ist doch klar. Die Blinker haben wir probiert gehabt, haben funktioniert. Und den Warnblinker natürlich. Mehr hat er ja nicht, mehr brauchst du nicht prüfen. Ja, und dann ging es noch an den Bremsentest und das habe ich mir selber machen lassen, weil ich mir gedacht habe, das war ja mal dein Bulldog. Dann darfst du das auch selber machen. Ich habe ihn nicht angelassen. Oh, der springt aber gut an. Und was habt ihr denn da für einen Auspuff? So kenne ich den ja gar nicht. Da habe ich gesagt, nein, ist der Originaler. Wir sind immer ohne gefahren. Ja, die haben halt nur noch den Krümmer gehabt, der Rest war abgefallen. Auf alle Fälle, er hat den Bremstest da noch gemacht. Hat er auch mit Bravour bestanden, hat er gesagt, okay, alles klar. Er nimmt da mal noch ein paar Datenblätter mit. Er hat dann unter anderem ja auch Fotos gemacht vom Typenschild. Und ja, das nimmt er jetzt alles mit. Er stellt dann quasi in der TÜV-Zentrale drin die Papiere für den Schlepper und die kann ich dann abholen, beziehungsweise er bringt sie mir dann vorbei. Und damit kann ich dann als nächstes zur Versicherung. Ja, ist kein Hexenwerk, Kostenpunkt, das sehe ich erst, wenn ich es kriege, aber es wird wohl um die 100 Euro liegen, die Vollabnahme. Das ist immer so der grobe Richtwert, wo man sich richten kann. Also circa 100 Euro bei einer Vollabnahme. Ja, und dann kann es wieder losgehen. Nächster Schritt, wie gesagt, dann zur Versicherung und von der Versicherung dann noch in die Zulassungsstelle. Ja, das sehen wir dann vielleicht diese Woche noch in diesem Vlog. Vielleicht erst nächste Woche, das kommt darauf an, wie schnell er ist, wie er Zeit hat. Wir haben heute Dienstag, am Freitag kommt das Video. Ich weiß nicht, ob er es bis dorthin schon geschafft hat, aber das werden wir sehen. Und hier nun die versprochene Fortsetzung zur Käseherstellung. Ja, da liegt er in der Box. Ein bisschen aus der Form ist er gegangen. Es lag wohl dran, weil ich das mal die Zeit nicht ganz eingehalten habe. Da war noch zu viel Wasser drin. Aber das macht nichts. Da hat er eine schöne harte Schicht. Schmecken wir da auch so. Ja. Und so schaut dann so ein Käse aus. Manchmal behält er auch die Form, hat er zumindest das letzte Mal. So, liebe YouTube-Freunde, jetzt sind wir schon wieder am Donnerstag angelangt. Donnerstagmorgen. Wird es gleich 11. Ich gehe jetzt gleich frühstücken. Ja, viel ist nicht mehr passiert. Ich habe heute meine Stelle ganz normal alles schön sauber gemacht und die Viecher versorgt und gehe dann arbeiten. Ja, der ein oder andere hat es ja mitgekriegt im Livestream, beziehungsweise ich habe es auf Instagram, auf WhatsApp, Facebook und verteilt. Ja, bei uns in Bayern läuft ja aktuell ein Volksbegehren Artenvielfalt. Oder rette die Bienen, wie auch gerne gesagt wird. Ja, was ist das eigentlich? Ja, die ÖDP hat hier in Bayern beschlossen, wir brauchen ein Volksbegehren. Es müssen Biotopverbände geschaffen werden. Es muss die Landwirtschaft umstrukturiert werden. Die Großbetriebe, die machen alles bloß kaputt. Die Bauern machen alles kaputt. Das ganze Thema geht auch weiter, da heißt es dann unter anderem, ja, überall wird zersiedelt und man muss jetzt dann quasi Biotope schaffen, immer große Flächen, die zusammenhängend sind, und Wiesen sollen nicht mehr einfach nur Wiesen sein, sondern das sollen richtige Blühwiesen werden, die dann auch viel länger nicht gemäht werden, sondern viel später erst im Jahr, damit die Insekten auch Nahrung finden.
Ackerland soll nicht einfach nur noch Mais werden, das soll vielfältig sein. Düngung, Spritzen soll eingedämmt werden und, gehört alles dazu. Ich gehe da nicht weiter drauf ein, wen das interessiert, einfach mal in Google oder wo eingeben, in der Suchmaschine suchen. Gesetzestext kann jeder selber lesen, da sage ich nichts weiter dazu. Der ein oder andere hat es jetzt schon mitgekriegt, wie gesagt, ich habe mich absolut dagegen entschieden. Ich habe da einen sehr langen Post geschrieben, unter anderem unter einem Bericht vom BR. Und bei dem Bericht, da ging es eben darum, ja, es wird gefordert, dass jetzt quasi 2025 sollen es 20% Biobetriebe sein hier in Bayern und 2030 sollen es, oder 2030 glaube ich, habe ich gelesen, sollen es 30% Biobetriebe sein in Bayern. Ja, und in dem Bericht ging es dann eben drum, dann sind die Bauern gefragt worden, die haben dann schon Laufstall und, sagen aber, die können nicht einfach auf Bio umsteigen, weil schlichtweg der Absatzmarkt nicht da ist. Die Molkereien nehmen keine Biomilch mehr an, weil es schlichtweg nicht abgenommen wird. Es kauft keiner. So, da geht's los. Der Nächste sagt, ja, es ist eine kalte Enteignung. Wenn du dann auf deiner Wiese nichts mehr bewirtschaften darfst, wie du willst, stelle ich mir jetzt hier in meinem Bereich vor. Ich habe eine Wiese mit 0,9 Hektar. Jetzt rechnen wir mal, von der Wiese sind 2% vielleicht oder 6% als Blühfläche ausgegeben, als Biotop ausgegeben. Die darf nicht gemäht werden. Oder wesentlich später. Für mich ist das eine riesen Einbuße. Das, was ich dann nicht mehr habe, habe ich nicht mehr. Das kriege ich als Futter für meine Viecher nicht mehr heim. Wenn die uns jetzt da damit beschneiden und wenn die jetzt da dahergehen und sagen, so, ihr dürft das jetzt nicht mehr und ihr dürft das nicht mehr. Oder dann die Forderung, ab 15. März dürfen Wiesen nicht mehr gewalzt werden. Ja, ist das nicht ein wenig hochgegriffen? 15. März darf nicht mehr gewalzt werden? Alles, was danach kommt. Ja, teilweise am 15. März hast du noch Schnee liegen, teilweise am 15. März sind die Wiesen so nass, da machst du mehr Flurschaden, wenn es neu fährst. Immer dasselbe. Wir sollen uns umstellen. Ganz ehrlich, meine Meinung ganz egal zu dem Thema, ich sag's wie es ist. Es soll sich ja mal jeder selber unter den Hosen packen. Klar, in Bayern läuft auch nicht alles richtig. Wir sind nicht außen vor. Wir machen auch Fehler. Die Landwirte machen auch Fehler. Es gibt immer ein paar schwarze Schafe, die vorsorglich auf ihre Ecke spritzen, weil sie sagen, nee, wir wollen kein Beikraut haben. Nee, wir wollen keine Insekten auf dem Feld haben, wir wollen hier Ruhe haben, Rapsglanzkäfer und. Teilweise werden die Schadschwellen nicht eingehalten. Alles möglich, sage ich gar nichts dazu. Aber mal ganz ehrlich, ne? Das sind nicht alle Betriebe. Da gehören nicht alle dazu. Ich, wenn ich jetzt überlege, hier bei uns, wir spritzen und düngen gar nichts. Und selbst wenn ich es machen müsste, wäre das auch kein Vorwurf, wenn ich eine Fläche habe, wo die Distel oder der Ackerfuchsschwanz oder sonst was viel zu stark drauf wächst. Und ich kann das mechanisch nicht mehr bekämpfen und solche Betriebe gibt es auch hier. Dann muss ich spritzen. Ich war auch schon am Überlegen, ob ich spritzen gehe wegen der Distel, weil sie teilweise schon arg ausufert. Hab's bislang noch nicht gemacht. Aber es gibt Betriebe, die müssen das dann machen, weil die Schadschwelle ist einfach zu hoch. Was nutzt mir das, wenn ich dann einen riesen Ernteausfall auf dem Schlag habe? Habe ich ja überhaupt nichts davon. Worum es mir aber jetzt, wie gesagt, geht. Jeder Einzelne ist meiner Meinung nach in der Verantwortung. Nicht nur wir Bauern. Klar, wir können natürlich, weil wir die großen Flächen haben, wir können das ja alles umsetzen. Aber ich fange bei den Privatgärten an. Geh durch die Ortschaften, geh durch Neubausiedlungen, schau dir die ganzen Gärten an. Vorne Gabionen, Steine, Kiesbett und möglichst nur Blumen, die halt optisch toll aussauen, aber die Insekten überhaupt nichts bringen. Was habe ich von Geranien, wo Carabiner und nichts nachgeht? Ja, da geht's los. Das nächste ist, wie viele Leute haben einen Mähroboter mittlerweile daheim? So ein Ding ist klasse, ja, braucht man nichts mehr arbeiten. Bedenkt aber auch, der hält die Wiese so kurz, da wächst kein Beikraut mehr. Da wächst kein Gänseblümler, da wächst kein Butterblümler oder sonst was. Nix. Alles weg. Der Rasen ist so kurz, sagen sich was da vielleicht noch krabbelt, das sind ein paar Käferler unten am Boden und vielleicht ein paar Ameisen, die dann, was der Teufel was finden. Aber ein Hummel, ein Biene, ein Webs oder was, die finden doch gar nichts. Das nächste ist ja dann
die Gärten werden aufgeräumt, dann Äpfelbäume oder sowas, wie bei uns da, Streuobstwiesen haben die wenigsten. Und wenn sie es haben, dann muss das immer gescheit gepflegt sein und dann darf da nichts am Boden unten liegen, weil dann kommen schließlich die Wespen und die Websen beim Kaffee trinken oder beim Kuchen essen oder sonst was, die stören. Und beim Grillen, oh Gott, wie schlimm. Da kommen die Leute nicht klar, also wird immer sauber aufgeräumt, dass ja keine Insekten kommen. Nächstes Thema, wie viele ziehen denn aufs Land? Weil sie meinen, hier ist es ach so schön, ach so ruhig. Die Natur ist da, wir haben Freiheit und. Ich schaue mich hier bei uns im Ort um, dann denke ich mir, ja, früher haben wir Natur gehabt. Schaue ich da runter, Häuser gebaut. Schaue ich da rauf, Häuser gebaut. Da oben war schöne Brachlandschaft. Da hat es einen Tümpel drin gegeben, in der Wiese, umgestürzte Bäume, teilweise Boden total verwildert und alles. Optimal. Jetzt zubetoniert. Steht ein riesen Wohnkomplex drauf für 9 Parteien. Weiß nicht, ob es das unbedingt gebraucht hat. Aber die müssen ja alle aufs Land ziehen. Bloß die bedenken hoffentlich schon, wenn sie alle aufs Land ziehen, dann bleibt auch nichts mehr vom Land übrig. Weil ich komme ja teilweise so ein wenig vor mit unserem Betrieb, wie der Fels in der Brandung. Schaue ich da vor, die Häuser kommen bis daher an unsere Grundstücksgrenze. Schaue ich da rauf, die Häuser kommen bis an die Grundstücksgrenze. Und wir sind quasi hier die Einzigen, wo es da nach unten raus hier noch so ein bisschen Natur hat. Ist eine Frage der Zeit. Dann wird vielleicht da hinten noch gebaut. Wer weiß. Ja, mein Gott, kann man so machen. Ist ja egal. Hinauswärts, Neubaugebiet gebaut worden. Waren frühe Ecke, da waren Hecken, da waren Gehölze und. Jetzt sind da der Garten zu finden, dass das Gras so hoch und Betonflächen. Top, klasse. Bin begeistert. Nächstes Thema. Schaue ich mich hier in unserer Umgebung um. Wie viele Leute brauchen eine Umgehung? Das ist ja ganz, das ist das Unwort des Jahres für mich. Umgehung. Jede Ortschaft, egal wo du schaust. Melkendorf, Umgehung. Untersteinach, Umgehung. Kauendorf, Umgehung. Toll. Fasolzhof, Mainroth, Umgehung. Ja, die brauchen wir. Welche? Ja, es sind 15, 20 Hanseler, die in dem Ort wohnen. Die brauchen eine Umgehung, weil der LKW, der Schwerverkehr an der Straße, ist nicht mehr auszuhalten. Ja, Leute, ihr seid alle an die Straßen gezogen. Ich meine, ich habe meinen Betrieb hier. Ich muss auch damit leben, da unten läuft auch eine Straße entlang. Da sind auch PKW unterwegs. Ich wohne hier an der Straße, da fahren auch den ganzen Tag PKW rauf und runter. Gut, es ist keine Schnellstraße, aber ihr habt alle die freie Entscheidung gehabt. Wenn ich überlege, die ganzen Straßen, die es jetzt geht, wo Umgehungen gebaut werden sollen, die gibt es schon deutlich länger. Das sind Verbindungsstraßen früher schon gewesen, vor die größeren Ortschaften, von Kulmbach auf Lichtenfels, von Kulmbach auf Bayreuth auf und. Das sind alles Straßen. Die hat es früher schon gegeben, schon im Mittelalter teilweise, sind die genutzt worden. Da sind Häuser dran gebaut worden, weil die Leute eben an diese Straßen wohnen wollten. Und heutzutage ist das alles verkehrt, alles scheiße, die Straßen müssen weg, wir wollen niemanden mehr vor der Tür. Leute, wäre es nicht einfacher, ihr zieht dann einfach um. Wenn euch das zu nervig ist oder was? Nö. Fall Melkendorf. Sag ich ganz ehrlich, ich habe damals meinen Arbeitsplatz verloren dadurch. Unter anderem. Aber ganz ehrlich, da drüben hätte es keine Umgehung gebraucht, da hätte meiner Meinung nach eine einfache Sperrtafel für LKW an der Autobahnausfahrt bei Kassendorf-Turnau gereicht. Hätte locker gereicht, überhaupt kein Problem. Geschrieben, keine Zufahrt nach Kulmbach. Fertig. Da wäre kein LKW mehr durchgekommen, da hätte es dann nochmal eine Polizeistreife für ein paar Tage abgestellt, die hätten die LKW rausgezogen, nach einer Zeit lang lernen die das und dann ist Ruhe. Dann hast du auch nur noch den PKW-Verkehr und der war bei weitem nicht so schlimm. Es ging damals um den Schwerverkehr, den LKW-Verkehr, den jeder braucht, weil jeder Lebensmittel im Laden will, weil jeder ein neues Handy braucht, weil jeder unbedingt die entlegensten Früchte aus der Welt braucht und es immer und zu jeder Zeit und an jedem Ort. Ist so. So, das muss auch mal gesagt sein. Ganz ehrlich, ich sag, hätten sie eine Tafel aufgestellt, hätten sie eine Polizeistreife abgestellt, hätte sie vielleicht, rechnen wir mal gut mit allem drum und dran, hätten sie vielleicht für die Maßnahme 5.000 Euro gezahlt. Grob gesprochen. Nee, wir haben eine Umgehung gebaut. Die hat irgendwas gekostet von, das müsste ich überlegen, ich weiß es nicht auswendig, es waren Millionen. Also das waren nicht Tausende, das waren Millionen. Aber es macht nichts, die Steuerzahler zahlen ja genug. Ei, da kann man ja sowas machen. Und wenn da 20 Hanselamaner, die brauchen das, dann wird sowas natürlich umgesetzt. So, dasselbe geht in Fasolzhof. Und wo soll die Umgehung hin?
ins Maintal. Top. Echt spitze, muss ich sagen. Genial, wo ihr die hinsetzt. Genau, da unten, da leben der Storch, da leben die Reihe, da habt ihr andere Insekten, da habt ihr Wiesen, da habt ihr Hecken und. Mach mal alles platt, scheißegal, da muss die Umgehung durch, weil die darf nicht mehr durch den Ort gehen. Wegen, ich hab's durchgezählt im letzten Livestream, 20 Häuser. 20 Häuser, die direkt an der Straße wohnen. Wegen denen braucht's das. Top, ich bin begeistert, klasse, jo. Weiter so. Unter Steinach bin ich gefahren. Da fährst du hinten aus wie in einer Marslandschaft. Du kennst dich als Ortskunde hier nicht mehr aus, du weißt gar nicht mehr, wo du bist. Du stehst dann auf einmal da und denkst dir, ja, fahre ich jetzt auf der Autobahn auf? Dann kommst du auf eine Straße, die ist auf einmal sechsspurig. Dann denkst du so, ja, okay, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt bin, aber früher war das eigentlich nur eine Ortsverbindungsstraße. Du bist durch den Kreisel durchgefahren und dann warst du auf einer zweispurigen Straße. Gegenverkehr hier, dein Verkehr in die eine Richtung. Nee, jetzt ist gleich sechsspurig. Macht ja nichts. Beschleunigungsspur. Und zwei Fahrspuren und das Ganze auf der Gegenseite nochmal. Spitze, brauchen wir. Für eine Ortsverbindungsstraße. Ja, doch. Also da muss ich schon wirklich sagen, ich weiß nicht, was sich manche Leute dabei denken, aber mich nervt es. Überall wird auf uns Landwirten hier rumkackt. Klar, wie gesagt, wir sind auch nicht fehlerfrei. Nobody is perfect, heißt es immer. Ist so. Aber dann fangt bei euch selber an. Muss man immer in einen Urlaub fliegen mit dem Flugzeug? Muss man eine Kreuzfahrt machen? Braucht man unbedingt einen Rasenmäherroboter? Muss man Rollrasen im Garten verlegen, nur dass es schnell grün ist, wo aber dann nichts anderes drin wächst? Kann man da keine Grasmischung, Wiesenmischung machen? Muss man den Rasen immer gepflegt haben? Muss der immer picobello glatt gemäht sein? Schau doch mal die Wiese hier an. Die haben wir letztes Jahr einmal gemäht, hier das Stück. So schaut es jetzt aus. Da wuchert es halt einfach. Da kommen dann Blümler auch mit hoch. Macht das jemand in seinem Privatgarten? Nö. Darauf. Da geht ein Weg hinten auf. Der wird zweimal im Jahr gemäht mit dem Rasenmäher, damit man laufen kann. Zweimal? Ja, letztes Jahr haben wir es nur einmal machen brauchen, weil es so trocken war. Ist eh nichts gewachsen. Aber es gibt Leute, die müssen dann jede Woche den Rasenmäher anschmeißen, den Rasenmäherroboter laufen lassen oder. Und müssen alles picobello glatt. Hecken im Garten braucht man nicht, die machen bloß Dreck. Da hast du dann Laub im Herbst oder da hast du dann Insekten, die da drin wohnen, die du beim Kaffee trinken nicht haben willst. Also stell mal Gabione noch. Die ist top. Pflegeleicht, da brauchst du nichts machen. Was gerne gemacht wird, Kiesbetten. Kiesbetten, schaut super aus, ja, klasse. Was hat da Insekten davon? Gar nichts. Hofeinfahrten oder Garageneinfahrten, wenn sie sauber kalten. Algenmoos entfernen. Dann werden die Unkrautmittel gekauft im Baumarkt. Hallo, geht's noch? Da seid ihr alle solche Umweltschützer, aber die Hofeinfahrten müssen am Picobello sauber sein. Da darf kein Gräschen durchgucken. Nein, auf keinen Fall. Das muss sauber sein, weil der Nachbar hat sauber und dann muss das auch. Handy, Fernsehen und. Jeder braucht es unbedingt immer neu. Am besten jedes Jahr das neueste iPhone. Oder Smartphone allgemein, sage ich wie es ist, muss das sein. Nur weil jetzt der Nachbar hat quasi das neuere Handy. Ich kaufe mal ein Telefon, wenn es kaputt ist. Ich musste mein Samsung, ich sag's wie es ist, ich musste mein Note 4, musste ich wegtun, weil es kaputt war. Ich konnte nichts mehr dran machen, es gab keine Ersatzteile mehr. Jetzt habe ich mal Note 8 gekauft, aber bloß weil ich den Stift brauche. Hätte ich normalerweise nicht gekauft. Wäre mal anders noch gegangen, das hätte ich wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren noch genutzt. Weil es für mich gelangt hat. Es gibt aber Leute, die brauchen natürlich das Neueste, weil jetzt die neueste Kamera drin ist oder weil der Speicher einen Ticken größer ist oder weil der Akku 5 Minuten länger hält, muss das her. Ich sag ja, packt euch einmal alle bei der eigenen Nase. Nur weil der Nachbar einen größeren Fernsehen hat, brauche ich nicht noch einen größeren. Ich weiß nicht, was das für Gesellschaft mittlerweile ist, wo der Sinn und Zweck da dahinter liegt. Ich muss das einfach einmal anbringen. Da muss man wirklich einmal was sagen. Aktuell läuft dieses Volksbegehren wirklich nur in Bayern. Es betrifft im Endeffekt nur uns. Aber wenn das durchgerungen wird, es breitet sich aus. Das geht auf ganz Deutschland. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und meiner Meinung nach muss man sich da ein wenig zusammentun. Wir als Landwirte müssen da reagieren. Ich meine, ich bin ein Kleinbetrieb. Ein Kleinstbetrieb. Aber ich schaue auch, dass ich irgendwie wirtschaften kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was die uns da alles vorschreiben wollen. Klar, Vorschriften sind schön und gut, aber irgendwo ist gut. Irgendwo muss auch mal Schluss sein. Hallo, fangt bei euch selber an und wenn der da dann wart und wenn der eure Gärten aufgeräumt hat, dann dürft ihr gerne mal bei anderen vor der Haustür kehren.
Aber erst dann. Sonst vorher erst einmal vor der eigenen Haustür. Jeder. Nicht die Hände in Unschuld waschen, nur weil man das Volksbegehren unterschreibt und sagt, die Landwirte müssen das jetzt umsetzen und mir selber, das passt alles. Schaut in eure Gärten. Da, Mäuerler. Da innen haben wir immer Erdhummeln in den Mäuerler. Da wohnen die Kröten drinnen im Winter, weil es schön neu geht in den Hang. Da sind Löcher drin. Unten den Weiher, da wachsen schöne Pflanzen. Da habe ich Insekten. Da habe ich ein kleines Biotop mit bei der Kräuterschnecke. Jedes Jahr die Libellen in unterschiedlichsten Farben, Größen und Formen. Wer hat denn das? Wie viele haben denn das? Da, wenn ich auf meine Wiese gucke hier, die blüht auch, bis ich die mähe. Ich bin jetzt eine, ich mähe prinzipiell erst im Juni, also immer Anfang Juni, aber da wachsen auch Blumen. Ja, dann gibt es halt immer Zeit lang nichts. Dafür habe ich halt dann irgendwo anders im Garten, wo ich nicht gemäht habe. Ist so. Und wie gesagt, da muss man echt einmal was sagen und da muss man mal einen Anfang machen, weil sonst hat es keinen Sinn. So, und jetzt genug dem ganzen Gemecker. Jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache hier jetzt noch meinen Ofen aus. Ich habe gerade noch Futter gekocht für die Schweinchens. Die waren vorhin versorgt. Ich gehe jetzt da rein und tue frühstücken. Und wir sehen uns wieder. Und ja, dann wünsche ich erst einmal ein schönes Wochenende. Genießt es. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bis die Tage. Servus.